Hey ho, willkommen zu The Legend of Zelda, Link to the Past. So, ja, wir sind hier und können nichts tun, schätze ich mal. Genau, weiß ich jetzt auch nicht, ich könnte natürlich in der Schattenwelt den nächsten Dungeon suchen, das möchte ich aber eigentlich jetzt noch nicht. Was wäre zum Beispiel hier unter diesem Stein? Ein Teleporter, oh, Katze. Mir ist gerade die Katze gegen das Mikrofon gesprungen, das ist nicht schön. Okay, jetzt bin ich in der Schattenwelt irgendwo. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus hier. Ich mag übrigens die Musik hier. Die gefällt mir auch. Aha, ich glaube hier ist nix. Schön. War ich da eigentlich in diesen Höhlen schon mal drinne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich nicht, so wie das hier aussieht, war ich hier bestimmt noch nie drinne. Okay, da hinten ist eine Truhe. Wie ich da hinkomme, habe ich keine Ahnung, von hier definitiv nicht. Also gucken wir uns hier diese Höhle um. Ich war definitiv noch nicht in dieser Höhle drinne. Die sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin gespannt, was wir hier am Ende finden. Vielleicht irgendwas zum Runterfallen. Achso, ich muss da sogar runterfallen. Okay. Zumindest sah es so aus. Ja, tatsächlich. So, du bist doof, deswegen bist du runtergefallen. Okay. Ja, ich mach's dir nach. Ich bin nämlich auch doof. So, und jetzt sind wir hier. Okay. Bin gespannt, wo mich das Ganze hinführt am Ende. Vielleicht finden wir wirklich was Interessantes. Kann ja sein. Okay, hier ist viel Kram zum Runterfallen. Ich möchte nirgendwo runterfallen. Ich muss irgendwo runterfallen. Gut, dann falle ich hier runter. Und lande bei dieser Schatztruhe. Okay, ey, endlich wieder Magie. Okay, das war nur ein Rubin. Dann bist du bestimmt was Interessanteres. Bomben. Hier sind Bomben, ja. Kann ich hier was auf? Nee, gut, man würde normalerweise auch einen Riss erkennen. Nicht immer, aber manchmal würde man das. Meistens ja. Manchmal nicht. Zumindest bei Link's Awakening gab es ja auch eine Wand, wo das nicht zu sehen war. Aber man konnte da trotzdem was aufsprengen. Ja, und nun? Bin ich irgendwo... Wo bin ich überhaupt hier? Okay, hier gucke ich mich dann nochmal um. Ich mach mal diesen Stein hier weg. Ja, der war zu verdächtig. Also musste da irgendwas sein. Was haben wir hier? Okay, wenn man da ganz genau hinsieht, erkenne ich da eine Brücke. Wenn man da ganz genau hinsieht. Okay, hier oben kann ich was aufsprengen. Dann machen wir das doch mal. Das ist auf jeden Fall ein ganz schön weiter Weg. Also, da muss am Ende wirklich was Gutes dann liegen. Sonst würde das keinen Sinn machen, so eine riesen Höhle zu machen. So, und hier haben wir dann... So eine große Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspanne dich. Ja, das kann nicht sein. Ich bin doch jetzt nicht wirklich diesen ganzen Weg hier gelatscht für eine Fee, oder? Moment. Aha, die hätte ich fast übersehen. So, dann muss hier irgendwas Interessanteres liegen. Ja, ich könnte hier nach oben oder nach draußen gehen. Gucken wir erstmal hier oben und hier hätten wir nochmal Feen. Toll. Oder die noch Medizin? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube, ich habe alles verballert gehabt. Ja. Vier Flaschen und alle sind leer. Nun gut, und jetzt sind wir. Okay. Ja, das ist klar. Ich muss hier, denke ich mal, meinen Spiegel nehmen. Alles andere würde hier keinen Sinn machen. Ja, der ganze Weg für ein Herzteil. Okay. Na, warum denn nicht? Sind wieder zurück. Komm. Dann können wir uns weiter umgucken. 4 Minuten aufgenommen, alles für ein Herzteil. Schön. Wäre schön, wenn wir noch irgendwie was anderes finden könnten. Enterhaken. Weil ich möchte nicht nur ein Herzteil haben. Moment. Hä? Das sieht aus, als könnte ich das auch aufpumpen. Ich mach's mal. Entweder passiert was oder nicht. Nö. Und manchmal sehen die Wände auch einfach nur so aus. Das habe ich schon begriffen. So, und hier sind noch Schatztruhen. Wie komme ich da rüber? Zu dir komme ich, so. Okay. 50 Rubine, nicht schlecht. Okay, da komme ich nicht rüber, aber... So komme ich da rüber, gut. Nochmal Rubine, okay. Du bist doof. So.
Hier, nochmal Rubine, auch nicht schlecht. Das ist ein Raum voller Rubine. Darf ich hier auch wieder zurückkommen? Ja, dann muss ich das so machen und dann... So, und dich wegmachen, okay. Das ist nicht schwer. Ja, das war doof. Ich hab's begriffen, das war doof. Nun gut, schön, dass ich da diese Brücke auch gesehen habe. Da war noch irgendwo eine Truhe. Ja, da unten. Warum habe ich dich jetzt weggemacht? Jetzt komme ich ja gar nicht mehr zurück, ne? Ja. Ah, na gut. Achso, doch. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na gut, einmal runterfallen, bitte. Ja, das bisschen Schaden da nehme ich in Kauf für diese ganzen Rubine. Weil ich die ja sowieso brauche, wenn ich mir wieder Medizin kaufe. So, jetzt sind wir hier und können uns weiter umgucken. Bin gespannt, was wir hier noch finden auf dem Todesberg hier. So, zum Beispiel haben wir hier noch alles. Kann sein, dass hier noch irgendwas Interessanteres liegt. Okay, ich glaube, hier ist ein Eingang zu irgendeinem Tempel, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich da rein soll. Wo bin ich überhaupt? Das wäre Tempel Nummer 7. Nummer 6 ist da unten. Okay. Das heißt, hier bin ich falsch. Nun gut, dann ist das eben so. Ja, und haben wir hier noch was Interessanteres? Nö. Nö. Schade. Weil ich möchte noch nicht in Tempel Nummer 7 rein. Ich möchte die ja schon gerne in der Reihenfolge machen. Ui. Okay. Kleine komische Viecher hier. Stirbt. Okay, was finden wir denn noch hier? Geh weg. Geh weg. Autschi. Steh doch nicht mehr drin, Mensch. So, weg. Was passiert zum Beispiel, wenn ich die beiden Flöcke einkloppe? So und so. Nichts. Okay. Ja, und jetzt bin ich wo? Ist das hier schon Ganons Turm oder was? Ja, sieht so aus. Gut, habe ich den auch schon mal gefunden? Dann weiß ich schon mal, wo der ist. Okay. Ja, das kann ich einrennen. Kommt da irgendwas Interessantes bei rum? Ja. Wenn ich mich hier mit dem Spiegel verpuffe, was passiert dann? Wo lande ich? Ja. Gut, auf einem Baum. Hat also auch nichts gebracht. Okay, im Moment ist das wirklich nur ein Part, wo ich Erkundungen mache. Bis jetzt habe ich ja noch nicht wirklich was gefunden. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja. Dann kann ich hier weg. Und dann mal langsam dahin gehen, wo ich hin soll. Und zwar habe ich ja gesehen, dass der in der Wüste ist. Da kann ich ja erstmal auf der Oberwelt dann hin. Genau, Punkt 6 ist das denn. Dann mal gucken, was haben wir denn hier zum Beispiel. Ja, irgendwie war das klar, dass hier dann auch direkt ein Teleporter ist. Also gehen wir in die Wüste. Ui, die sieht hier aber gar nicht so nett aus. Okay. Ich weiß nicht, ich dürfte bestimmt nicht in die Sümpfe da reinlatschen, da das Grüne, ich werde dann... Oder? Doch. Ich darf da rein, da ist ein Eingang. Gehen wir da mal rein. Okay, okay. Ja. Geht das lustig. Und was haben wir hier? Zwei Truhen. Wie mache ich die eine Truhe auf? Ah ja, ich verstehe schon. So. Hier haben wir ein paar Rubine und hier ein Herzteil. Und wieder habe ich den ganzen Container bekommen. Schön, also mit den Herzteilen läuft das so ein bisschen. Ein paar Stück fehlen da leider noch. Wo ich die herbekomme, ist dann noch die große Frage, alle Fragen. Ist hier oben noch irgendwo was? Kann er sein? Ja, da unten ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Hier nochmal umschauen. Hier ist nix. Okay. Da ist noch eine Höhle. Gehe ich da auch nochmal rein? Vielleicht finde ich hier auch noch was. Was bist du für einer? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Ja, ich zahle, leg los. Danke Kumpel, also man sagt, Monster im Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß. Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf. Okay, danke für den Tipp. Mit Luft. Ich habe ein Luftmedaillon, also 1 und 1 zusammenzählen. Das heißt, ich muss hier irgendwo dieses Luftmedaillon, gut, dass ich das habe, muss ich dann irgendwann benutzen. Aber vorher gucke ich mich hier noch ein bisschen um.
Okay, hier ist sonst nichts. Das heißt, irgendwo hatten wir noch was. Ja, ihr seid toll. Tolle Viecher. Ja, irgendwo war doch noch eine Höhle. Wo war die? Jetzt finde ich sie nicht mehr, ne? Doch, da. Autschi, irgendwas hat mich erwischt. Also gehen wir hier nochmal rein. Vielleicht finde ich hier auch nochmal was. Kann ja sein. Vielleicht gibt es hier auch ein Herzteil. Ne, eine große Fee. Na gut. Ja, Erholung ist danke. Schön, danke für die Erholung. Jetzt bin ich aber irgendwie auch doof, weil ich hätte vorher vielleicht mal meine Flaschen auffüllen sollen. Bevor ich jetzt da in den Tempel reingehe. Naja, den Tempel angucken kann ich ja mal. Oh, ouch. Okay, ja genau. Nee, da nicht. Hier ist das, hier ist ein Symbol. Also wenn ich mich da drauf stelle und dann das Luftmedaillon benutze, was passiert dann? Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Jetzt los. Ah, okay. Ich dachte gerade, es passiert gar nichts mehr, aber da kommt was ganz Großes aus raus. Ja. Sieht aus wie der Dungeon dann. Gehen wir rein. Kann ich ja schon mal tun. Kann mich ja hier ein bisschen umsehen. Wo es keinen Sinn macht, weil... Ich sollte wirklich erstmal eine Flaschen auffüllen, bevor ich mich hier umsehe. Ja, ich denke mal, das mache ich auch. Das heißt, im nächsten Part bin ich mit vollen Flaschen wieder hier am Eingang. Also bis dahin. Tschüss.